Die Schlacht gegen Grail-Söldner geht weiter, Leute. Willkommen zurück. Es gab das letzte Mal einen unglaublichen RNG-Moment von T-Hawk. Wahnsinn, was da abging. Dass der hier durchkam und auch noch so viel Schaden beim Gegner verursacht hat, ist einfach nur unfassbar. Dadurch hat er uns einen ziemlich krassen zeitlichen Vorteil verschafft, den wir natürlich auch ausnutzen möchten. Und deswegen legen wir dementsprechend auch wieder zügig los. Als allererstes würde ich ganz gerne hier das Talent von Mikaia nochmal nutzen und erstmal Edward hochheilen. Das ist Ziel Nummer 1. Gut so. Oh, das Waffenlevel ist gestiegen. B-Level mittlerweile auf Stäbe. Gut so. Das will ich auch sehen. Wir müssen noch den Range von Ike natürlich auch berücksichtigen. Das kann ja nämlich ziemlich schnell ziemlich gefährlich werden, wie man deutlich sehen kann. Ach du meine Güte. Und dann können wir eigentlich schon mal ein bisschen vorstürmen. Ich glaube, unser guter Edward tankt doch auch 2 Hits, richtig? Naja, mit Death 11 ist das schon heftig. Naja, 11 Schaden als allererstes Mal, dann ist er auf 22. Aber hier kommen 32. Aber sind dann auch nur 21. Das heißt, wenn wir mit einem Punkt durchkommen, wenn wir eine hier erledigen. Ja, das würde durchaus funktionieren. Wie interessant. Man könnte also mal wieder ein bisschen rumexperimentieren an der Stelle. Und was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist erstmal mich hier um diese Katze hier zu kümmern. Weg mit dir. Flop. Wir müssen ein bisschen nach unten vorstürmen. Ike können wir auch einfach einschläfern, das ist nicht das Problem. Wir haben ja 100% beim Einschläfern. Das kann gar nicht schief laufen. Hier schmeiße ich einfach mal kurz einen Wurfball. Los geht's. Triff, ja. Sehr gut. Wir haben ja echt gut aufgeräumt, ist mir aufgefallen. Fantastisch. Ich glaube, unser Plan könnte hier wirklich noch ganz gut aufgehen. So wie das aussieht. Genau, dann kann ich hier nämlich meinen Support noch aufbauen. Perfekt. Bei Colored Boy bleibe ich erstmal. Ist trotz allem noch am sichersten. Ich könnte hier natürlich auch mit C-Hack ein bisschen was schon machen. Ist auch gar nicht mehr so risky, wie man denkt vielleicht. Naja, es kommt drauf an. 2 Tiger. Leider einer mit 39 ist halt schon eine Hausnummer. Das sind immer noch 22 Schadenspunkte, die hier durchkommen. Das ist so massiv, ey. Das ist richtig krass. Das Volu eigentlich immer noch so ziemlich der Einzige, der das tanken kann. Das ist so brutal, oh mein Gott. Ich kann natürlich auch einfach hier bleiben mit meiner Mistralklinge. Aber ich glaube, es ist auch nicht die beste Idee. Ganz schön heikel. Und auch Sofa da oben hat seine Probleme defensiv gesehen. Wird doch auch zu Moose verarbeitet, wenn ich das richtig sehe. Meine Güte, was ist denn los hier? Absolut krank. Was ich aber machen kann, ist meine Verbündeten mal nach unten zu schicken. Die geben eine wunderbare Ablenkung ab in dem Fall. Und auch hier wollen wir ein bisschen dafür sorgen, dass wir vorwärts kommen. Mit einer Kriegeraxt ist der Typ kein Problem zum Beispiel. Der hier braucht noch ein bisschen. Er ist jetzt bei 22. Wir können aber auch so natürlich aufräumen, das geht auch. Dann ist natürlich die Frage, wie viel Schaden machen wir hier? Boah, würde auch funktionieren. Unsere Kriegeraxt ist zwar nicht mehr so stabil, sage ich mal, aber für so einen Fall sind wir jedenfalls noch gewappnet. Dann machen wir das doch erstmal hier, oder? Naja, das andere Problem ist meine Wandelleiste. Die ist langsam nämlich ziemlich am Boden zerstört. Aber als allererstes möchte ich auch ganz gerne hier mit einem Purgativ mir helfen. Ich könnte aber vielleicht auch einen der Tiger einschläfern. Das geht natürlich genauso. Interessant. Daran habe ich noch gar nicht großartig gedacht, aber es stimmt. Das ist auch eine gute Option. So würden wir nicht unbedingt viel kassieren. Wir haben ja 3 Anwendungen für Schlaf. So könnte ich durchaus auch Ziehack vorschicken, oder? Naja, es ist trotzdem problematisch. Nee, wisst ihr was? Ich heile jetzt erstmal Ziehack hoch. Hier, nimm diesen Heal. Gut so. Und hier würde ich ganz gerne zumindest den Tiger entfernen. Die Katzen sind mir eh relativ egal. Die können da erstmal schön bleiben von mir aus. Da sehe ich überhaupt kein Problem dahinter. Let's go. Weiter geht die Schlacht gegen die Lagus. Mal sehen, ob wir bald Ike loswerden. Wir müssen dafür erstmal hier das Feld freiräumen. Und das ist eben nicht so leicht, wie man deutlich sehen kann. Sondern nichts wie hoch mit Chill.
sind ja eh nur noch zwei Katzen, die hier sind, erstmal, neben den ganzen Tigern. Dann möchte ich ganz gerne hier ein bisschen für Deckung noch sorgen. Ausweichrate wird durch nichts beeinflusst, richtig? Okay. Bleib ich bei der Mistralklinge? Die Trefferquote ist eben nicht so hoch. Aber es ist vielleicht, naja. Nimm mal die Stahlklinge, ist in Ordnung. Wir müssen hier einfach nur chillen, ein bisschen decken. Das kriegen wir auch ganz gut hin. Genau, die können auch maximal dann auf dieses Feld dort. Verdammt, ich habe kein Olivikraut gerade genutzt. Oh Gott. Das war nicht so klug. Leider bietet sich für Sofe zwei Angriffsmöglichkeiten. 32 und 39 ist halt einfach zu viel. Kann ich auch nicht machen. Ich kann mich auch nicht auf seine lächerliche Ausweichrate verlassen. Die ist echt lausig. Schaut euch das an. 64, wenn die hier mit irgendwie über 100 Treffer sowieso schon antanzen, ist das natürlich ganz besonders toll. Da kommt Freude auf. Ja, wir müssen mal ganz kurz unsere Verbündeten hier auch die Anweisung geben. Einen Marsch, bitte. Und zwar nach Möglichkeit hierhin. Ja, das ist das, was ich euch erteile. Das ist mein Befehl. Mit Sofa kann ich halt fast nichts machen. Ich habe allerdings den Raubtiertod dabei. Gleich werden die Verbündeten runtergehen. Die sind natürlich eine bessere Zielscheibe. Könnte hier also auch stehen bleiben. Aber das ist einfach zu risky. Naja. Geh mal dahin. Jo, liebe Partner. Bewegt euch mal ein bisschen. Sehr gut. Ich finde das immer noch so lächerlich, dass bei Bewegungen trotzdem kein Purgativ oder so gecastet wird. Furchtbar. Ja, das ist auch gar nicht so schlecht, wenn die jetzt alle darüber gehen. Ich glaube, mich links kommt auch noch Verstärkung. Dann kann ich sie nämlich gleich wieder auf automatisch stellen. Sehr gut. Ich wusste, da ist eine bessere Zielscheibe da. Gut, hier wird erstmal Tauro Neo angegriffen. Auch nicht weiter wild. Damit komme ich klar und vor allem doppelt er sogar. Das ist doch sehr gut. Und natürlich geht es auch noch auf Edward, der natürlich auch exzellenten Schaden machen kann. Und auch nicht so viel hier von der Katze abbekommt. Level up für Eddie. Jawohl. Gut so. Immer weitermachen. Gut, jetzt ist er einsatzfähig, aber das sollte kein Thema sein. 29% gehen daneben. Okay, der Adept ist zwar unnötig. Da kommt auch nochmal der Crit. Ziak macht einfach so weiter wie bisher. Lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Oh Gott. Ach, die Tiger bleiben dort stehen. Das war mir jetzt gar nicht mehr klar, okay. Das nervt mich nur, dass hier noch mehr Tiger kommen. Das ist ein Problem. Ich meine, ich komme ja mit den meisten ganz gut klar, aber Tiger sind nun mal echt ätzend. Wie sieht's hier eigentlich aus? 24, ja, das ist ja relativ harmlos. So schnell sind die auch nicht unbedingt. Das kommt auch noch dazu. Ja, die Mistralklinge würde auch ziemlich abgehen. Ist hier wieder einer mit 39? Nee. Aber du hast einfach so mehr KP anscheinend, okay. Chill, Kriegeraxt. Naja, nicht mal das geht hier bei dem Typen. Der ist wohl eiskalt, hä? Und ich Idiot mit meinem Nichtverwenden des Olivikrauts. Das habe ich nur getan. Das war keine gute Idee. Ich habe ja noch einen Purgativ mit dabei für Chillern später. Und da können wir alle mal hin. Wenn die Tiger sich nicht bewegen da unten, ist das ja eine ziemlich sichere Angelegenheit, wie ich sehe. Zumindest mal ein Stahlmesser geworfen. Wenn schon sonst nichts geht. Da unten kümmern wir uns auch erstmal nur um Tiger. Solange die weg sind, ist alles kein Thema. Weiter geht's. Immer weiter und weiter, ja. Weggecrittet sogar. Du meine Güte. Was für ein Schaden. Nächstes Level up. Sehr gut, sehr gut. Weiter so, weiter so. Vorzüglich. Wie viel Schaden machen dir solche? Okay. Heikel ist das Ganze dennoch. Unten bieten sich bis zu drei Angriffsflächen. Momentan haben wir AG 23.
Noch sind wir nicht am Doppeln, was ganz gut ist in der Situation. Will ich meinen. Nimm die Stahlaxt, hau erstmal den Tiger platt, das ist wichtig. Und gleich stellen wir die KI wieder um. Dann sollte da auch ein bisschen was in die Gänge kommen. Die sollten auch ein bisschen uns Heilung noch bescheren und so weiter. Tauroneo, weiter geht's. Richtung Marschall. Der harte Weg. Ja, ich glaube, hier kann ich auch nichts mit einem Purgativ mehr großartig machen, oder? Was ich aber auf jeden Fall ganz gerne machen würde, ist, den da unten zu heilen. Lieber Bogenschütze. Gut so. So, jetzt haben wir immer noch hier natürlich das Problem. Wir sind sehr effektiv, das ist nicht die Frage. Daran scheitert es auch gar nicht. Ich muss auf jeden Fall diesen Tiger hier loswerden irgendwie. Oder halt gleich den hier. Ist eigentlich auch relativ egal. Wir haben eine sehr hohe Crit-Rate. Ich probiere jetzt einfach mal den hier loszuwerden. Der ist auf jeden Fall gefährlicher. Sehen wir nochmal. Ich meine, 23 Crit, wer weiß. Ja, jetzt natürlich kommt kein Crit. Das ist wieder so typisch. WTF. Wow, ein Glückspunkt. Meine viel kann bei dir nicht mehr steigen unbedingt, aber trotzdem. Das ist mal wieder so richtig bitter. Was ist denn nur los? Oh Mann, ey. Ich muss eigentlich wirklich eher daran arbeiten, dass ich hier möglichst flott wieder an ein bisschen, ne? Moment. Den könnten wir auch noch umhauen, egal. Ich hau erstmal den hier um. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Möglichkeiten da unten. Weniger Tiger und zu wenig Freiraum. Waffenlevel ist gestiegen, okay. Laura. Moment, habe ich dann alles schon bewegt? Nein, habe ich nicht. Gut. Alles in Ordnung dann. Kannst ja fröhlich weitergehen. Genau, dass wir Chill mal hochheilen. Oh, auch nochmal ein Level up. Jawohl, seht euch das an. Ich sag's ja jedes Mal, ein tolles Wachstum. Klasse, klasse. Dass die sogar Verteidigung maxen könnte, ist schon verblüffend. Gut, nun kommt die Befehlsänderung auf Schwärmen. Ja, genau. Schwärmt aus, Leute. Da unten sollte sich nicht so viel Spielraum ergeben, genau. Zudem sind alles 50-50s, aber ganz wichtig, ich brauche ein Heilmittel von dir. Bei Colored Boy bleiben wir. Benutzen das hier. Sollte uns helfen. Na, wen habe ich denn jetzt noch nicht bewegt? Ach, Volu. Der fällt ja gar nicht so auf. Gib hier mal Schutz von einer Seite einfach nur. Da ich wieder Olivikraut benutzen sollte. Sonst sieht das sehr, sehr schlecht leider aus. Ja, haut alle drauf. Ist in Ordnung. Mit der werdet ihr auf jeden Fall fertig. Spielend leicht solltet ihr fertig werden. Sehr gut. Dann noch ein bisschen Heilung und so weiter. Dann klappt das doch auch. Will ich meinen. Oh, der stellt sich jetzt in den Range von Gegnern hier rein. Ja, ja, das kannst du auch machen, wenn du willst. Auch wenn die gleich nach oben rennen wird, aber papalapap. Gut so, immer ein bisschen heilen. Jawohl. Mach das mal schön. Wow, Hauptsache die eigenen Verbündeten schädigen. Ja, und Zihak auch noch, danke. Ihr seid wieder solche Intelligenzbestien, das ist unfassbar. Ja, aber das hier zum Beispiel ist halt sehr, sehr praktisch einfach. Das macht ein Fortkommen hier recht leicht. Jetzt konzentrieren die sich nämlich mal auf diese Verbündeten. Was mir sehr gut gefällt. Oh Gott, das gefällt mir nicht so gut. Critten hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Gut, geht alle auf Eddie, ist nicht so schlimm. Solange wir nicht jeden 50-50 verlieren und uns durchcritten, ist alles in Ordnung. Nicht, dass es so insane abgeht wie bei Ziyak. Wobei, nee, selbst das überleben wir. Okay, dann crittet dich von mir aus auch durch. Ja, ganz cool. Nö, willst du nicht? Schade. Gut, weiter gegen Tauroneo von mir aus. Ja, der Typ müsste sich aber auch bald mal heilen. Das gefällt mir nicht. Oh nein, das ist eine Flugeinheit. Oh, ich kann angreifen. Hui. Oh Mann.
Ja, wir sind ganz gut versorgt soweit. Sehr gut, Leute. Jetzt sind wir allmählich auf dem besten Weg, da unten auch durchzubrechen. Ich glaube, den hier kann ich sogar mit Mikaya jetzt erledigen, oder? Reicht das? Ja, es reicht für einen Angriff. Sehr gut, dann mach mal. Gut. Ich glaube, ich spare mir den Rest mal, weil ich glaube, Säuberung gibt auch unglaublich viele Waffenerfahrungen. Das ist so oder so ganz praktisch, gerade mit ihren Ingrim in Zukunft noch. Deswegen wird das wahrscheinlich ein Buch sein, was ich mir nochmal hochschmieden werde. Säuberung lohnt sich hochzuschmieden, würde ich behaupten. Na gut, und die Tiger bewegen sich ja nicht mehr. Wissen. Was zum? Ach so, hä? Ich verstehe es gerade echt nicht. Du hast nicht angegriffen vorhin, hä? Wir waren doch noch nicht in einem Range gestanden, echt? Wir waren vorhin schon in Ike's Range. Wut. Ist mir gar nicht aufgefallen, lol. Was es nicht alles gibt. Na gut, aber locken wir jetzt mal Soren raus. Du würdest Soren doppeln. Aber er macht halt mit 41 gegen Res 15 halt so viel Schaden. 26 gleich mal. Was ist, wenn er deine Res halbiert? Also, es halbiert nur, ne? Nein, es schaltet die Resistenz ganz aus. Oh, Mist. Es schaltet die Resistenz ganz aus. Und wir haben auch noch Adept drinnen, das ist auch ein Problem. Weil würde es nur die Resistenz halbieren, würden wir es, glaube ich, packen. Ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass es triggert, aber es kann triggern. Sein Biorhythmus ist unten, das hat hier auch Auswirkungen auf die Aktivierungschance von Fähigkeiten. Von daher ist das vielleicht auch nicht so schlecht, was das Raubtier tut, stimmt ja. Geht ja nur so rum. Aber wir doppeln hier auch. Das zum Beispiel ist wiederum sehr, sehr nützlich. Gut zu wissen. Let's go. Mach ihn fertig. Natürlich wirst du getroffen. Was auch sonst. Ich weiß auch gar nicht, warum unser Sofa so extrem langsam ist. Das ist wirklich krass. Ich wundere mich jedes Mal über die verdammte Geschwindigkeit. Die steigt immer noch nicht an. 21, ist so lausig. Also Respekt, du bist nur 3 Punkte von Rice entfernt. Das will was heißen. Das ist schon so unterstes Niveau im Prinzip. In Bezug darauf. Laura wäre natürlich eine sehr solide Möglichkeit hier. Das Problem ist nur auch, ja, Ike ist natürlich auch noch da. Das heißt, ich muss Ike eigentlich zwangsweise einschläfern. Dann kann ich das auch machen. Wollen wir jetzt schon zu der Tat schreiten? Es würde sich eigentlich ziemlich anbieten im Großen und Ganzen. Das ist immer noch unsere beste Möglichkeit. Ich meine, ja, let's go. Weil die Tiger dürfen sich eigentlich nicht bewegen. Die bleiben da. Boah, das gibt so viel Erfahrung. Krass. Genau, er schläft jetzt und er schläft 6 Runden. Echt, so viele Runden waren das. Wow, okay, das wusste ich jetzt auch nicht mehr. Krass. Ja gut, dann sieht's doch um einiges besser aus als gedacht. So, wenn ich mit Tauroneum nach Möglichkeit ein bisschen noch hier stehe. Ich hoffe mal, er wird dann auch hochgeheilt. Beste Trefferchance. Hätte die Silberlanze. Ja, wir bleiben trotzdem mal bei der Stahlaxt. Hier die Silberlanze so zu verschwenden, naja. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Wir könnten wir Soren auch zu Nolan schicken? Gute Frage. Lasst mal sehen. Hier ist die Situation stabilisiert soweit. Das ist auch eine sehr gute Ausweichrate. AG 23. Also er kann ihn nicht doppeln. Mit Rest 13 und so vielen KP würden wir auf jeden Fall einen Angriff auch aushalten. Dann können wir nicht sofort einen Tiger aus dem Spiel nehmen. Das wäre dann kein Problem für uns. Und vielleicht ist das auch eine ganz gute Möglichkeit. Aber ich weiß nicht, ob die Tiger einen dann sofort angreifen. Das ist nämlich das andere Problem dabei. Weiß nicht, ob das der Idealplan dann ist. Das kann sehr heikel werden. Kümmer dich mal um die Raubkatze hier. Aber ich gehe auf jeden Fall schon mal in die Richtung rüber. Und gegen Ike brauche ich jede Hilfe, die ich kriegen kann. Weil wenn Soren weiter rüber rennt, ist das so oder so auch ganz hilfreich. Einfach mal das Zacksch nochmal benutzen. Oh, eine Katze. Bam. Ich meine, wir haben es jetzt fast.
soweit. Du tankst auch einen Hit locker, oder? Aber Schein würde schon heftig sein. Würde aber schaffen. Das Problem ist dann halt nur wieder Adept. Wenn Sora nicht so ein irrsinnig gutes Skillset hätte. Aber ich habe hier die krasse Ausweichrate drin, die auch wirklich so gut ist, dass sie ganz gut Sorans Trefferchance überbrücken kann. So ein 50-50 wäre es dann zumindest, was gerade gegen Adept schon recht gut wäre. Ach, jetzt kann ich es mir auch nochmal ansehen im Detail. Ja, wir doppeln ihn, er macht 26 Schaden. Darf halt seine Fähigkeit nicht triggern. Und wir haben halt eine recht lausige Trefferchance auch selber nur. Wenn ich hier bleibe, habe ich zumindest einen Chill-Support. Das ist noch ein bisschen was wert. Muss ich schon wieder die Kriegeraxt benutzen hier. Ja, ich kann auch mit Volun nochmal angreifen. Jetzt auch kein Problem. Ja, machen wir das so rum. Okay. Los geht's. Ja, mit Chill in der Nähe fühle ich mich auch etwas sicherer. Der Support könnte ja echt entscheidend sein. Das ist nur die Frage, ob die Tiger halt noch was machen. Wobei, okay, jetzt machen sie bestimmt was. Dann gehen sie wahrscheinlich auch eher in seine Richtung dort. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das ist ein guter Heal, danke. Oh. Jetzt rennen sie dort runter, aber das ist auch sehr gut. Gerade, dass der Feuermagier da rumsteht. Mit der, ja, Verstärkung werden die locker fertig, wie man sieht. Das Schöne ist nämlich gerade, dass ich die eben eher nach links gelockt habe. Dadurch sind jetzt auch alle oben weiter links. Was uns gegen diese Verstärkung hier natürlich ganz gut weiterhilft. Oh Gott. Oh, er hat ihn gekillt. Cool, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ist da eigentlich der legendäre 313-Bogenschütze? Der lungert doch da unten gerade rum, oder? Es ist nämlich ein altes Fire Emblem-Meme, der 313-Bogenschütze. Oh. Warte, es hat sich nichts weiter getan. Dann könnten wir einfach nach drüben rennen, oder? Warte mal, wie stark sind wir eigentlich dagegen? Ich will allgemein mal ein bisschen was wissen hier. Okay, mit Ike wird es natürlich problematisch, aber hier sind wir schon ganz effektiv. Hau die verdammten Tiger weg, mach sie alle. So. Jetzt sind wir mal ganz radikal. Jawohl. Und wenn wir schon dabei sind, ja, Laura kann auch recht easy hin, das ist kein Thema. Solange Ike dort schläft und mit Laura können wir locker Ike finishen. Seine Rest ist so niedrig, dass Laura das packt. Sie kann Ike auf jeden Fall erledigen. Kein Problem, würde ich sagen. Also sie ist wirklich, glaube ich, die mit den besten Chancen gegen Ike unter anderem. Ich kann hier ganz gut um Soran mich auch drum rumstellen, eventuell. Oder ich greife ihn gleich mit einer Stahlklinge schon mal an. Würde ausreichen, ihn zu finishen. Aber es sind halt 50-50s. Ich habe Adept, er hat Adept. Und Chill hat wahrscheinlich nicht die geringste Chance. Naja, 13%. Wäre sein Support mit Ike auch nicht so gut. Das ist eines der größten Probleme hier in der Situation leider. Ich meine, Ziehack hat trotzdem die beste Trefferquote. Hiermit hätte er 64% mal 2. Ich meine, das ist schon im oberen Segment mit drinnen. Aber anscheinend hat sich Sora nicht bewegt, was ich nicht gedacht hätte. Dann bewegen die sich wohl erst, wenn jemand in Range steht. Das wusste ich nämlich nicht mehr. Ich hatte das nicht mehr so im Kopf. Wir können selbstverständlich auch hier nochmal angreifen erstmal. Und ich schicke sowieso all meine Leute noch runter. Ich weiß halt nicht, wie nah kann man rangehen ohne Probleme. Und wie ist es eigentlich mit Ike? Doppeln tun wir ihn ja nicht, aber auch du machst massiven Schaden gegen Ike schon. Also sollte Ike gar nicht mal das große Problem eigentlich darstellen. Dann gehe ich wirklich auch mit Chill mal ganz eiskalt hier hin. Nutze mal eine Kriegeraxt. Ich will mal wissen, wie es sich mit Chill-Support dann behaupten würde hier. Macht leider keinen großen Unterschied, schade. Ach nee, seine Trefferquote ist deutlich gesunken und er macht einen Schaden weniger. Anscheinend. So wie es aussieht. Wenn ich nur Adept hätte, das wäre halt großartig. Wenn das hier zünden würde, dann sind wir fein raus. Dann kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Wir stationieren uns jetzt wirklich alle mal ganz radikal so.
Gehen wir mal richtig ab. So, weil anscheinend tut sich ja nicht besonders viel, wie gesagt. Gut, du tankst auch noch mehrere Tiger und Katzen. Ja, hier sollte ich ein bisschen aufpassen dafür. Ja, wir bleiben auch nochmal bei Colored Bulk, einfach für die bessere Ausweichrate. Du nimmst eine Mixtur. Und wir lenken mal die Leute nochmal um. Kann ich hier drüben eigentlich mit aufräumen? Ja, kann ich machen. Erstmal gebe ich die Anweisung. Ihr marschiert radikal genau dorthin. Säuberung? Ach nee, Quatsch. Ich will die letzte Säuberung gar nicht verpuffen lassen, habe ich gesagt. Wir können aber ihn hier nochmal hochheilen. Gibt ja auch Erfahrungspunkte, das ist auch wert. Gut so. Ja, wir bleiben erstmal hier schön drumrum. Dass ja nicht so viel schief läuft. Aber es bieten sich zwei Angriffsflächen dann für Laura. Das ist gar nicht mal so cool. Ich muss hier halt echt aufpassen. Wenn das hier funktionieren würde, das wäre halt der absolute Hit. Aber ich kann es halt nicht riskieren. Nope. Nope, nope, nope. Also normal sollten aber alle Partner jetzt Zielscheiben werden. So wie die KI normalerweise eben tickt. Ist das der Fall? Ja, sie teilen sich ja alle ziemlich auf. Vorwärtsmarsch, Leute. So kann man das ohne Probleme machen. Jetzt bin ich echt gespannt. Also, das hier ist doch schon mal super. Das wollte ich sehen. Ja, aber hier wird Edward gerade angegriffen, was aber nicht so schlimm ist. Der überlebt zwei Raubkatzen. Oh, den kannst du dann also auch wegcritten. Das ist kein Thema. Gut so. Gibt noch ordentlich Erfahrungspunkte. Gut, sehr gut. Ist auch schon bei 20 Stärke. Die rennt nach da drüben, kann ihn aber auch nicht erledigen. Okay, Leute. Ei, geht's dir gut? Warte, das war eine dumme Frage, nicht wahr? Niemandem geht's wohl wirklich gut. Seid ihr mit den Vorbereitungen fertig? Ja, der Rest der Truppen ist auf dem Weg. Sie sollten jeden Moment hier eintreffen. Gut, sobald wir uns mit ihnen zusammengeschossen haben, werden wir einen Angriff starten. Raphael, seid ihr soweit? Lasst uns Mikaya suchen gehen. Bleib dicht an meiner Seite, diese Beorg scheinen nervös zu sein. Ja, Königin Nyla, ich werde dichter bei euch sein als euer Schatten. Ah ja, perfekt. Wo sind sie jetzt gerade? Sind noch außerhalb, ja. Aber theoretisch... Ja, wir machen allein schon hier die Hälfte. Alleine hier schon die Hälfte ist natürlich extrem. Man sollte es, denke ich, auch voll und ganz jetzt drauf anlegen, ja. Warum stehen wir uns hier gegenüber? Ich habe kein Mitleid mit Gegnern, auch wenn wir einst Verbündete waren. Oh, diese ganzen Supports, die gerade wirken krass. Ach, er hat ja eh Negation. Schade, hab noch ein bisschen auf Corona gehofft, aber ich habe ihm ja Negation gegeben. 25. Schlaf 4 hat er noch drinnen. Muss wohl wirklich zur fetten Mistralklinge greifen. Hat aber auch 97% gegen ihn. Dann muss ich Soren ja gar nicht ausschalten. Interessant. Wie einfach so verdoppelt. Das ist so bitter. Es ist so bitter. Unfassbar. Mich regt das schon fast auf. Das ist doch einfach nicht zu glauben. Hey, was? Nein. Ich wollte ihn nicht ansprechen. Verdammt. Oh, welch eine Freude. Segen und Schützergöttin sei mit uns, ja. Aber auch er macht nochmal 10. Und wenn Ike erledigt ist, dann gibt es einen schönen Rückzug. Von daher, ja, ist eigentlich das Ganze schon mehr oder weniger gewonnen, oder? Wenn ich mir das so anschaue. 13, ja, das macht ihr zusammen. Ist doch kein Thema. Dann kann ich mich hier noch ein bisschen um die Leute kümmern. Einmal das Zaksch. Sollte ja wahre Wunder bewirken. Klonk. Das war's mit dir, Tiger. Tut mir leid. 26, 25. Nach wie vor alles super. Wie sieht's aus?
Perfekt. Könnte kaum besser sein. Na gut, du kannst dich auch um Ranulf kümmern, wenn du möchtest. Dir das einfach nicht ausreicht auch wieder. Ist schon traurig, oder? Warte mal, Sofe kann ihn auch finishen, oder? Das wäre bestimmt witzig, wenn Sofe Ike finisht. Nein, hat zu viel Death. Geht nicht. Lol. Puh, ein Glück, dass ich das Wurfball dabei habe. Oh oh. Hab ich mich verkalkuliert, weil ich jetzt Wulu vorhin aus, was den dahin gestellt habe. Ich bräuchte diesen einen Platz hier, glaube ich, frei. Kann das sein? Oh nein. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ranulf ist noch bei Null und hat auch kein Olivikraut oder so. Er kann also gar nichts machen. Trotzdem gefällt mir das gerade nicht so wirklich. Ich muss hier mit dem Raubtiertod, glaube ich, agieren erstmal. Ich kann hier leider gerade nicht viel machen, weil ich komme nicht hin und mache auch keinen Schaden. So wirklich. Kann jemand die Mistralklinge oder so abnehmen? Das geht auch nicht, ne? Ist niemand in der Nähe, der irgendwas in diese Richtung kann? Warum ist jetzt gerade... Dein Biorhythmus ist nach oben gegangen, verdammt. Das auch noch, toll. Jetzt ist die Trefferchance niedriger. Das hat einen massiven Boost jetzt bei Soran ausgelöst, toll. Das ist richtig schlecht. Wenn auch noch solche Dinge hier reinspielen. Wir können aber zumindest Ranulf eventuell ausschalten. Dann wird der Platz dort frei. Mit dem Raubtiertod kann ich Ike eventuell noch ausschalten, das kommt drauf an. So habe ich 31 Angriff. Ja, das wären 5 Schadenspunkte, das würde gehen. Okay, ich habe noch den krassen Support. Gibt der Death? Ne, gibt keinen Death. Warte, bei dir. Naja, doch, klar, natürlich. Passt alles so. Nee, auf die Art und Weise würde es noch gehen. Dann muss ich aber Ranulf hier eben zuverlässig ausschalten. Das kann echt schwer werden. Viel Glück beim Gewinn der 50-50s. Aha. Wenn auch nur ein Schlag daneben geht, dann habe ich den Salat. Danke. Oder nein, ich habe dann... Nee, das war's. Verdammter Mist. So kann ich Ike nicht ausschalten. Ich kann Ike auf die Art und Weise nicht ausschalten. Das ist ein Drama. Oder ich hoffe auf Adept oder einen Crit. Das geht auch noch. Adept oder ein Crit würde auch ausreichen. Ich muss es probieren. Warte, wie weit ist er jetzt in der Wandelleiste? Hä, warum hängt er auf 0 fest? Komisch. Ach, weil er keinen Gegenhit gemacht hat, stimmt. Los, komm schon, wie war's damit? Ach ja, verdammt, hat er Negation, nein! Warum habe ich die Negation so früh im Spiel schon gegeben? Erst ist das zum Verrücktwerden gerade. Das macht die Sache so heikel, ich kann halt echt keinen vernünftigen Hit hier landen. Ja, dann muss der Tiger weg. Der Tiger muss weg. Das ist klar, das schafft er zum Glück auch. Liegt aber auch ein bisschen jetzt bei den anderen. Sehr gut, immerhin kriegen wir hier keinen Schaden. Wenn ich wieder auf Schwärmen umstelle. Es ist vielleicht sogar möglich, dass ein NPC ihn ausschalten kann, oder? Nur mit einem Langspeer bewaffnet nicht. Wir brauchen halt ein bisschen mehr. Doch, 3 Schadenspunkte, er könnte es zum Beispiel. Es fehlt halt nicht viel. Ist so ziemlich am Limit. Boah, das ist so mies mit Ranulf hier gerade. Wäre der Platz hier nicht versperrt worden. Ja, die Stahlachs bleibt mal dabei. Wir haben noch keine weitere Verstärkung immerhin. Stell die verdammten Einheiten bitte auf Schwärmen. Es fehlt ja nicht viel, wie gesagt. Hier, gönn die Erfahrungspunkte, Mikaya, du brauchst die. Okay. Bis zu 3 Katzen können die noch angreifen, oder? 22, 27, 29, oh Gott, was? Okay, nee, das geht nicht. Die da unten mit 29 ist ziemlich scary, leider. Leider kommen auch alle weit genug. Ich stelle ihn einfach mal hier hin, beim Heilmittel. Da kommen nur 2 Katzen hin. Kommt schon, Leute. Nein, kein Rückzug, seid ihr des Wahnsinns. Geht an die verdammte Front. Oh nein. Ich sehe es schon. Ja, Soran wird jetzt gleich so oder so Wulu angreifen. Das wird auch noch witzig. Ja, und jetzt gehen auch noch alle daneben, danke. Ja, Wulu ist das einzig gültige Ziel. Allerdings ist Wulu auch schnell genug, dass Soran keine 2 Hits landen kann. Tja, wenn Adept nicht triggert, das ist das Problem.
glaube, Uluru würde sogar einen Schein verkraften. Gut, die verteilen sich alle darum. Das ist schon mal gut. Das einzige Problem eben Wolu. Oh Gott. Unterstützungen haben wir. Oh, kein Adept. Sehr gut. Situation im Griff. Und wir haben ja Ike fast, wie gesagt. Gut, dann kann nicht mehr viel passieren. Absolut nicht. Oh, noch mehr Unterstützung. Ja, ja, ihr seid lustig. Hey, warte mal. Nyla? Konnte man nicht zu ihr rennen? Aber ich glaube, Sophie ist nicht schnell genug, oder? Kann das jetzt sein? Um ein Feld? Ja, um ein Feld. Das ist typisch, oder? Es ist so verdammt typisch. Oh Gott, warum muss er seine Meisterachse ausgerüstet haben? Naja, gut, wie auch immer. Wir können ja Ike ausschalten. Und mehr steht auch nicht an. Dann ist es eh gegessen. Das Feld hier muss ich leider freiräumen irgendwie auch. Warte mal ganz kurz, wie ist es mit Elfenblitz gegen Soran? Okay. Hätte mich nur noch interessiert. Ich will noch Erfahrungspunkte, wenn es geht, ein bisschen. Das hier können wir zum Beispiel mal kurz machen. Einfach nur Erfahrungspunkte kassieren. Armer Beut. Und vor allem Waffenerfahrung. Das braucht sie nämlich ganz dringend. Bessere Lichtmagie. Jetzt sind wir mittlerweile, okay, immer noch C, aber so ziemlich zur Mitte zumindest. 95% hat auch die beste Hitrate, los geht's. Die Erfahrung wollen wir uns holen. Gut so. Sie haben mich voll erwischt, ich hasse es, das sagen zu müssen, aber ich muss mich zurückziehen. Havos, oh yes. Damit können wir auch noch massiv aufräumen, wenn wir wollen. Ich meine, es gibt nicht mehr viel zu beachten. Ike, das war's dann mit ihm. Ja, Wolu kann auch massiven Schaden machen, wenn er möchte. Ganz lässig mal so, nebenbei. 26 hier eventuell. Oder 32 da. Kannst du eigentlich Mia doppeln? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Das kann wahrscheinlich so niemand hier. Kann so viele Leute, die hier rumstehen. Unglaublich. Oh, das ist auch so viel Schaden. Wahnsinn. Echt krass. Ha. Ach, Mia. Könnte ich erledigen eventuell mit C-Hack, wenn Adept triggert. Boah, wie ich halt echt da nicht hinkomme. Ich glaube, man kann Nyla hier kurz rekrutieren, wenn man möchte. Was einen auch nochmal einen gewissen Vorteil verschaffen würde. Also gut, wir müssen auf jeden Fall da unten Ranulf erledigen, das ist klar. Da kommen wir gar nicht dran vorbei. Ja, das geht nicht anders. Da muss auf jeden Fall was passieren. Nur Tavos würde ich ganz gerne hier sinnvoll einsetzen. Vielleicht auch hier? Oder gleich da? Nö. Wird schon das Beste sein, wir hauen hier jemanden raus. Zusammen schaffen wir das auch. Boah, echt, Alia. Ganz schön grausam. Wow, Rolf ist echt schnell, vergleichsweise. Wirklich? Ja, der war auf 20, krass. Hui. Oh Mann, Leute, was machen wir denn jetzt? Situationstechnisch. Ich meine, es gibt viele Möglichkeiten. Ich will einfach ganz gerne viele Erfahrungspunkte mitnehmen, bevor das jetzt zu lange dauert. Ich glaube, ich gehe hier erstmal zur Seite. Ein Mistralschlag. Warum kann ich Ranulf nicht angreifen? Ach so, stimmt, Ziehak. Ach, das ist eine Besonderheit bei Ziehak. Übrigens clever. Gefällt mir. Ziehak ist doch so ein Lagus-Freund. Er will keine Lagus angreifen. Das ist wirklich so. Cool, dass sie das so eingebunden haben. Das kommt mir jetzt erst wieder. Stimmt, es gibt ja solche kleinen Feinheiten bei manchen Charakteren. Du kannst aber Alia erledigen. Beox sind in dem Egal. Bam. Nein, hey, was soll das? Voll der Distanzkampf hier. Aber das war's, Alia. Tut mir leid. Aber tapfer geschlagen mit dem Florett. Au, hey, das tut weh. Tut mir leid, Ike. Ich muss mich zurückziehen. So. Chill kann ihn erledigen, zum Beispiel.
Würde funktionieren. Das kann Chill noch so. Ist Chill gegen noch jemanden recht effektiv? Das hält sich, glaube ich, allgemein eher in Grenzen, oder? Jo, sieht so aus. Aber das Tavos ist eine feine Sache. Wir könnten noch Mia wegbashen eventuell. Mal sehen. Brauche ich auch wieder zwei Leute. Ach, er hat ja auch eine Negation drin. Oh, das kommt mir gerade. Er wäre gegen Soren zum Beispiel richtig gut gewesen auch. Habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Gut. Du kümmerst dich um Ranulf kurz. Oh, das ist 50-50 mal 2. Oh je, der Ärmste. Mensch. Tja. Mehr Geschwindigkeit und mittlerweile auch eine gute Defensive. Ah, als wäre ein Berg auf mich gestürzt. Ranulf, genug, zurück. Ich kann dich nicht sterben lassen. Was soll ich den König Kennegas und Skrimir sagen? König Tiban, verzeiht mir. Also gut, also wirklich so verhindern finished. Jo, mit 95%. Boah, stellt euch vor, er würde jetzt daneben hauen. Ich würde ihn so hassen. Oh ja, das wäre fatal. Aber Titania ist auch so stark. Du kriegst doch eh kaum Erfahrungspunkte. Ganz im Ernst, weil wenn Zofa den Hit verhaut, ich würde so ausrasten. Warte mal. Ach, das sind 100%. Okay, nein, er kann ihn nicht verhauen. Unmöglich. Gut, alles klar. Wo wollen wir nochmal draufhauen? Ha? Warte, kann wohl du auch mit ihr reden? Nö. Ist zu weit weg auch schon. Na gut. Und das war's auch mit Rolf, der Ärmste. Ich glaube, das war's für heute. Ihr seid immer noch auf Schwärmen gestellt, oder? Sehr gut. Purgativ. Heil den da unten. Alle auf Schwärmen und wir erledigen jetzt Ike. Commander Ike. Bist du dieses Mal gut vorbereitet, Sofe? Bist du hier aber absolut sicher? Ja. Unser Kampf kennt keine Gerechtigkeit und auch keinen Sieger, nur sinnlose Opfer. Aber es ist der Weg, den ich gewählt habe. Dann bleib auf deinem Weg. Ich werde dich mit einem Streich besiegen. Zumindest das kann ich für dich tun. Ich danke euch, Commander. Das wird nicht passieren. Los geht's. Bam! Na, hat der kleine Sofa Ike erledigt? Ha! Wenigstens das konnte er tun. Oh, Geschwindigkeit. Wahnsinn. Ich schwebe auf Wolke 7. Sie halten länger durch, als ich es erwartet hatte. Ike, unsere Truppen an der westlichen Mauer haben da eine Verteidigungslinie durchbrochen. Sie fordern Verstärkung an. Wir sollten unsere anderen Truppen ebenfalls dorthin schicken. Ihr habt recht. Ich hoffe nur, es gelingt uns, Mikaya von übereilten Aktionen abzuhalten. Alle Truppen, begebt euch zur westlichen Mauer. Tochter des Lichts, der Feind nähert sich. Bitte, ihr müsst euch ins Schloss zurückziehen. Unsere Verteidigungslinie ist zusammengebrochen. Wir haben unser Bestes getan. Nun ist es nur noch eine Frage der Zeit. Soldaten, da einzieht euch sofort zurück. Nehmt im Schloss eure Positionen ein. Wir ergeben uns nicht ohne Kampf. Das innere Tor wurde aufgebrochen. Bald werden sie die Mauern im Innern durchbrechen. Das ging schnell. Wir haben nicht mal Zeit gehabt, uns ein wenig auszuruhen. Gibt es da nichts, was wir tun können? König Peleas hat sich so sehr bemüht, eine Antwort zu finden. Soll das alles umsonst gewesen sein? Es muss doch etwas geben. Ein Gerücht, eine alte Legende, irgendwas. Warte mal, Lady Almeda schien doch etwas über den Blutpakt zu wissen. Wenn ich so darüber nachdenke, schien sie das Mal an Peleas Arm sofort einordnen zu können. So als habe sie es schon einmal gesehen. Du hast recht. Warum ist mir das nicht aufgefallen? Wo ist sie? Wo ist Lady Almeda? General, es hat keinen Zweck, wir können sie nicht länger zurückhalten. Feindliche Truppen sind durchgebrochen und befinden sich auf dem Weg hierher. Flieht, solange ihr noch könnt. Nein, ich muss zuerst Lady Almeda finden, davon hängt alles ab. Reiß das Tor nieder. Wenn sie nicht rauskommen wollen, gehen wir eben rein. Alle Mann vorwärts. Ike, wir haben ein Problem. Ein dickes Problem. Das Chaos der Kämpfe wirkt sich auf die Lagus aus. Sie stehen kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Ich kann nichts dagegen unternehmen, Ike. Wenn sie Mikaya finden, werden sie angreifen. Das garantiere ich. Mist. Wir müssen sie unter Kontrolle bekommen. Wo ist Grimir? Mann, bin ich froh, dass endlich ein Ende in Sicht ist. Ich kann gar nicht glauben, wie stark die Armee von da eingewesen ist. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenige sie sind. Warte mal.
Hey Ayuga, was ist das da am Horizont? Es fliegt genau auf uns zu. Vom Geräusch her ist es schwerer als ein Würm. Es scheint riesig zu sein. Oh, nein. Oh, das soll doch wohl ein Scherz sein. Alle Mann, duckt euch sofort! Oh, shit. Na, was denn da im Anmarsch? Ein schwarzer Drache. Holy shit. Es ergeht der Befehl an alle, die Waffen fallen zu lassen und das Kämpfen sofort einzustellen. Folgt dem Befehl zu eurem eigenen Besten. Ena, Elinchi, was geht hier vor? Das ist ein schwarzer Drache aus Goldor. Tiban, was soll das? Wieso fragt ihr da ausgerechnet mich? Ich weiß nur, dass ich nicht bereit bin, mich einem schwarzen Drachen in den Weg zu stellen. Habt ihr gesehen, zu was er fähig ist? Wenn nicht, dann seht ihn euch mal genau an. Kapiert, alle Mann Rückzug, Commander sammelt eure Männer. Oh yes, ein schwarzer Drache. Die gehen ab, Leute. Die haben was auf den Kasten. Was ist passiert? Warum hat sich die Armee der Hohepriesterin zurückgezogen? Und was war das für ein schreckliches Geräusch? Mikaya! Kurt, wo wart ihr so lange? Ich habe euch zuletzt gesehen, bevor ihr nach Hause gegangen seid. Wie kommt ihr hierher? Wieso kommt ihr ausgerechnet an einen solch schrecklichen Ort wie diesen? Ich wollte euch retten und auch meine Schwester. Eure Schwester, sie ist hier? Macht euch darüber keine Gedanken. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Ihr seid doch unverletzt. Ja, ich denke schon. Ich bin nur ziemlich verwirrt. Die Halbmenschen sind hier. Schützt die Tochter mit eurem Leben. Aufhören. Bleibt zurück, alle. Einfach alles umgangen. Naja, mit der AW wundert mich das nicht. Was waren es? 200 oder so? Also richtig krank. Königin Nyla, Raphael. Ich danke. Vielen, vielen Dank. Es ist gut, Mikaya. Alles wird gut. Mann, was geht hier nur alles ab? Armee der Hohepriesterin, da ein. Der schwarze Drache ist Prinz Kurt Naga. Hui, und ich dachte immer, die Löwen seien riesig. Ja, dass das so nicht war. Und ich dachte schon, der König der Drachen wäre im Alter ein wenig geschrumpft. Ihr kennt alle den Prinz der Drachen von Goldor? Ja, Goldor hat vor 3 Jahren ein Treffen der königlichen Lagus organisiert. Da haben Tiban und ich ihn kennengelernt. Elinchia und ich lernten ihn zur selben Zeit kennen. Ich muss sagen, er war ein wirklich nettes Kind, außer dass dieses Kind älter ist als wir alle zusammen. Der Prinz hofft, die vollständige Zerstörung Daeins und seines Volkes verhindern zu können. Er möchte das Kämpfen beenden. Wir möchten auch um einen Waffenstillstand bitten, damit wir Friedensverhandlungen führen können. Wir haben bereits bei mehreren Gelegenheiten versucht, mit Daeins in Verhandlungen zu treten. Sie haben sich aber der Vernunft verschlossen und sich für das Kämpfen entschieden. Wir können keine weitere Zeit mehr auf Individuen verschwenden, die einen Krieg über den Frieden stellen. Eure Leute erwarten euch in Benion. Ist es das, was euch unter Druck setzt? Nicht nur das. All diese Auseinandersetzungen und das Chaos wirken auf das Medaillon. Jeden Tag strahlt es heller. Nein, das darf nicht sein. Die blaue Flamme erstrahlt erneut. Das Licht, welches vom Medaillon ausgeht, sieht aus wie ein blaues Feuer. Und genau diese flammende Aura hat der Medaillon seinen Namen gegeben. Fire Emblem, das Emblem des Feuers. Das Emblem des Feuers. Die Flammen, das Emblem, deuten das Erwachen des dunklen Gottes an. Wird dieser Krieg fortgesetzt, kann nichts das Erwachen des dunklen Gottes aufhalten. Wir müssen mit dem Kämpfen aufhören. Wenn es einen Weg gibt, das Kämpfen zu beenden, werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen Weg gangbar zu machen. Wir haben von Anfang an versucht, den Frieden wiederherzustellen. Dann lasst uns warten, bis Prinz Kurt Naga wieder hier ist. Er spricht gerade mit den Befehlshabern von Daein. Elinchia, was macht ihr hier? Haben Ena und Kurt euch gebeten, sie hier auf das Schlachtfeld zu bringen? Nein, das war nicht der Fall. Prinz Kurt Naga und ich sind uns auf dem Weg hierher begegnet. Wir sind eigentlich in Daein, um nach Juri, Graf von Faere, zu suchen. Lucia, ihr seid auch hier? Sicher, ich darf Ihre Majestät nicht aus den Augen lassen, das wisst ihr doch. Juri, er war so gut und hat mir regelmäßig Berichte geschickt, doch dann hat er plötzlich damit aufgehört. Er war auf der Suche nach dem Schwarzen Ritter, richtig? Nach König Ashnars Krieg hat Benion Sondergesandte beauftragt, die Kriegsverbrechen, die unter König Ashnars Regentschaft begangen wurden, aufzuklären. Der Schwarze Ritter hatte Daein bereits verlassen, bevor die Gesandten eingetroffen sind. Wo er hinging, bleibt ein Mysterium. Das war die letzte Information, die ich von Juri erhalten habe.
Er sagt aber, dass er etwas Wichtigeres als das entdeckt habe, etwas, das mit Crimea zu tun hat. Seitdem wird er vermisst. Ich habe nicht eine Silbe von ihm gehört. Juri liebt es, Geheimnisse zu haben. Wahrscheinlich liegt er irgendwo auf der faulen Haut und lässt es sich gut gehen. Ich bin mir da nicht so sicher. Er muss etwas Wichtiges herausgefunden haben. Etwas, das er weiterverfolgen musste. Ich habe Schoffi beauftragt, sich in Crimea umzusehen, und ich bin hier, um nach Juri zu suchen. Es ist viel zu gefährlich für euch und Lucia, allein zu reisen. Warum kommt ihr nicht mit uns? Jeder würde sich freuen, wenn ihr uns begleiten würdet. Vielen Dank, Ike. Mit Freuden nehmen wir das Angebot an. Und sie ist auch eine sehr mächtige Einheit, nicht zu vergessen. Oh, das gibt Punkte. Meine Güte, schon wieder so viel. Und wir haben auch dieses Kapitel ganz gut gelöst. Wir haben Ike erledigt, ja? Gehört auch ein bisschen was dazu, aber mit Schlaf ist das kein Thema, vor allem wenn man 100% Trefferquote hat. Ein bisschen Sorgen habe ich mir um Soren gemacht. Das kann schnell ziemlich lästig werden, aber es lief doch noch ganz gut. Von daher alles klasse, Leute. Und dann geht es, ich glaube, auch schon ins Finale des dritten Teils, wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste dann anstehen. Oh, das wird noch ein Kapitel voller Action mit einem ungewöhnlichen Element. Lasst euch überraschen, Leute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Radiant Dawn.